Freunde, heute gibt es sogar 6 unlogische Dinge. Eigentlich nur, damit das Video nicht ganz so kurz ist und jeder immer wieder meckert, dass die Videos so kurz sind. Ja, aber davor gibt's wieder was zu gewinnen. Um jetzt alle 3 Götterkarten abgedeckt zu haben, habe ich dieses Mal für euch Mariks Deck im Anime-Style, wie wir es halt kennen. Um teilzunehmen und die Chance zu erhalten, dieses Deck zu gewinnen, müsst ihr einfach Hashtag Yu-Gi-Oh! Unten in die Kommentare schreiben. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und um die Chance für jeden gleich zu halten, wird Spammen nichts bringen, weil das Programm, der diesen Nutzer rauspickt, nur jeden Nutzer einmal mit reinnimmt. Ra in allen 3 Formen und den restlichen bekannten Karten aus Mariks Deck im Anime-Style, wie wir es halt kennen, wurde netterweise wieder von Urika Shop zur Verfügung gestellt. Link zum Shop findet ihr auf jeden Fall wie immer unten in der Beschreibung. Naja, jetzt genug die Karten angegafft, ich wünsche jedem viel Glück und los geht's mit dem Video. Zeit für ein Duell. Die erste unlogische Sache beginnt sofort mit einem Duell. Das Duell zwischen Alistair und Kaiba ist an und für sich ziemlich gut. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht. Aber hey, wir haben ja schließlich Kaiba im Team, also muss da doch was Gutes bei rumkommen. Also tagträumt er erstmal mitten im Duell, zieht da dann ein Schwert von irgendeiner Eisskulptur raus, erweckt dadurch einen Drachen zum Leben und ist dann wieder im Duell. Soweit nichts Weltbewegendes, ist bestimmt jedem schon mal passiert. Doch dann zieht er eine Karte, die genau der Drache ist, den niemand kennt, den es eigentlich gar nicht als Karte gibt, auf welcher auch gar kein Effekt draufsteht und somit absolut niemand weiß, was diese Karte überhaupt macht. Und natürlich spielt Kaiba die Karte einfach und gibt 100% keinen Fick auf die Regeln. Er fusioniert seinen Kritias jetzt mit seiner Crush-Karte und er schafft dadurch ein neues Monster. Alistair so etwas ist doch gar nicht möglich. Kaiba so... Fuck off, ich bin Kaiba. Dann bei einem direkten Angriff spielt Alistair noch eine Karte, wodurch beide gleichzeitig auf 0 fallen und wir somit das erste offizielle Unentschieden im Anime haben. Ach, und falls jetzt irgendwelche Experten schon wieder am Tippen sind, dass nur auf den deutschen bzw. amerikanischen Anime-Karten nichts steht und der Effekt in der japanischen Version sehr wohl steht. Nein, tut er nicht. Jetzt vereint eure Kräfte! Wie du willst, aber dann hältst du die Klappe. Unsere Freunde wollen tanken. Dabei treffen sie auf sehr nette Typen auf Motorrädern, die die Werkstoffbeschaffenheit ihrer Rohre an unseren Freunden testen möchten. Die Motorrad-Heinis haben hier schon verdammt Glück, dass die es hier nicht mit dem Yami-Yugi aus dem Manga zu tun haben. Also brauchen unsere Freunde erstmal Hilfe. Und da kommt sie schon! Mai auf einem Motorrad kommt angedüst, schmeißt aus locker 50 Meter Entfernung mit Karten auf die Typen und hittet die damit ohnmächtig von ihren Motorrädern. Ich muss schon sagen, dass ich damals in der Grundschule irgendwie verdammt gut in Karten weitwerfen war, aber holy shit, würde die mich komplett darin abziehen. Jetzt reicht's, Marek, du bist zu weit gegangen. Das regeln wir auf andere Art, Alter, hoch mit den Fäusten, na komm schon! Mai will sich gegen Joey duellieren, startet also einfach das Duell, ohne dass Joey auch nur die Duel Disc ausgefahren hat oder überhaupt zugestimmt hat und beginnt sofort mit ihrem Zug. Keiner von beiden mischt ihre Decks, also von daher ist ja klar, was man eigentlich zieht. Denn Mai spielt sofort im ersten Zug das Siegel von Orichalcus und aktiviert diese Karte, damit Joey nicht mehr rauskommt. Also wird Joey hier einfach zum Duell gezwungen. Und auch hier wird Joey mitten im Duell ins Land der Monster gebracht, um dort ein Schwert aus einer Eisskulptur rauszuziehen, damit er diesen Drachen dann in seinem Deck hat. Wieder hat man keine Ahnung, was es mit Hermos als Karte auf sich hat und wird trotzdem einfach gespielt. Wenn dein Gegner nicht weiß, wie die Effekte gehen, kann er auch nicht sagen, dass der Effekt falsch ist. Okay, zugegeben, dieses Mal hat auch Joey absolut keinen Plan, was er da überhaupt gemacht hat. Er macht einfach. Und kurz bevor er dabei war, doch noch irgendwie zu gewinnen, wird das Siegel von Orichalcus von Valon aufgelöst und Mais Seele somit gerettet. Joey ist eigentlich schon ein ziemlich heftiger Dude. Ich glaube, ich habe den Witz nicht verstanden. Der Witz bist du, Pegasus. Die vierte unlogische Sache geht um Marco Tsunamis Vergangenheit. Als er eines Tages mit seinem Vater auf hoher See war, kam ein Sturm auf. Ein Tsunami war kurz davor, die Tsunamis zu erwischen. Also bindet der Vater seinen Sohn an dem Mast fest, damit dieser überlebt. Der überlebt zwar auch, allerdings war sein Vater nicht mehr da. Dieser hatte nämlich keine Zeit mehr, sich irgendwo sicher zu befestigen. Die nächste Erkenntnis war aber, dass das Rettungsboot fehlt. Also ist Marco jetzt fest davon überzeugt, dass sein Vater doch noch lebt.
Erstens, wo zur Hölle soll auf diesem Miniboot noch ein Rettungsboot sein? Warum nutzt der Vater nicht die Zeit, um sich auch irgendwo dort festzumachen? Ich meine, das Rettungsboot loszumachen dauert halt auch so seine Zeit. Warum denkt der Vater, dass ein popliges Rettungsboot besseren Schutz gegen einen Tsunami bietet als das größere Schiff? Vielleicht war Marco auch nur eine Opfergabe von seinem Vater für den Gott der Meere, Blaubaschbube? Seitdem segelt Marco jeden Tag im Meer rum und guckt, ob er irgendwo seinen Vater findet. Sehr optimistisch auf jeden Fall. Eines Tages bekam er dann sogar wohl noch per Post von seinem Vater eine Karte und einen Brief, in dem steht, dass er niemals aufgeben soll. Marco soll jetzt also weiter auf dem Meer nach seinem Vater suchen, obwohl er offensichtlich nicht mehr im Meer planscht. Es sei denn, die Post nimmt Briefe am Meer auf und retten den Vater dann nicht. Was zum Fick? Der Vater will dich eindeutig nicht sehen, wenn er weiß, wo du bist, dir etwas per Post zuschicken kann und auch zuschickt, aber nicht zu dir kommt. Machen wir die Tür wieder zu und verschwinden wir. Kommen wir wieder zurück in die vierte Staffel und Mai, bleiben aber bei der Vergangenheit. Nämlich geht es jetzt um ihre ach so tragischen Ereignissen nach dem Battle City Turnier. Nachdem Joey versucht hatte, sie vor Marik zu beschützen und Yugi sie wieder aus dem Reich der Schatten geholt hatte, fühlte sie sich wie eine schlechte Duellantin, weil sie ja gegen Marik verloren hatte. Was sie ja eigentlich nicht hätte, würde es diese geheime Krabbenburger-Formel bei Rasbeschwörung nicht geben. Auf jeden Fall hat sie sich jetzt enorm oft duelliert, diese immer wieder gewonnen, ein Turnier nach dem anderen rasiert und trotzdem fühlte sie sich so schwach wie ein schwacher Duellant. Wie löst man jetzt also das Problem? Richtig, man schließt sich irgendeiner komischen Sekte an, geht Joey jagen, welcher ihr das Leben gerettet hat, beziehungsweise ja eigentlich Yugi, und duelliert sich auf Leben und Tod mit ihm. Ach ja, bei den Blondinenwitzen sind eigentlich nicht alle Blondinen gemeint, sondern hat man eindeutig eigentlich nur Mai damit gemeint. So hohl kann doch echt keiner sein. Ich benutze mein Spinnennetz, um deine Monster-Reanimationskarte zurückzuholen. Und anschließend werde ich sie einsetzen und dich damit retten. Ich werde dich aus den Fängen der Finsternis befreien. Okay, mach was du willst. Die sechste Sache ist das Duell zwischen Yami, Yugi und Raphael. Nicht nur kommen hier ein paar Karten zum Einsatz, die es im TCG überhaupt nicht gibt, sondern umgehen sie selbst diese Effekte, die wohl extra für dieses Duell erfunden wurden. Durch Reinheit des Friedhofs verliert Yugi jede Runde pro Monster auf seinem Friedhof 100 Lebenspunkte. Dafür darf Raphael aber kein Monster auf dem Friedhof haben. Falls ein Monster von ihm auf dem Friedhof landet, wird diese Karte automatisch sofort zerstört. Als dann ein Monster von ihm auf dem Friedhof gelandet ist, hat er eine Zauberkarte aktiviert, 1000 Lebenspunkte geopfert und das Monster wieder ins Spiel gebracht. Trotzdem war das Monster halt schon auf dem Friedhof, also müsste die Karte da schon zerstört worden sein. Später im Duell, als Yugi keinen Ausweg mehr gesehen hat, hatte das Siegel von Orikalkos gespielt. Und erst als Yugi dann ein Monster von ihm zerstört hat, Raphael diesen danach nicht mehr wieder zurückholen konnte, ist die Zauberkarte zersplittert. Am Ende spielt Raphael Eatos, schnappt sich 5 Monster von Yugis Friedhof und dadurch bekommt diese Karte aus irgendeinem Grund 10.000 Angriffspunkte. Im TCG-Effekt kann er nur 3 Monster wählen und bekommt von jedem nur 500 Angriffspunkte dazu und nicht die tatsächliche Angriffspunkte der jeweiligen Monster. Naja, so oder so hätte Yugi halt verkackt. Dadurch wurde dann Yugi Mutos Seele von dem Siegel verbannt. Sowieso absolut unlogisch von Yugi, das Siegel zu spielen. Jedes seiner Monster bekommt dadurch zwar 500 Angriffspunkte dazu, aber das, wonach Raphael her ist, ist die Seele des Pharaos. Was er auch vor dem Duell gesagt hat. Und erst mit dem Spielen des Siegels wäre es die einzige Möglichkeit, an seine Seele ranzukommen. Es war also eine 1A absolut dämliche Aktion, dieses Siegel zu spielen. Außerdem wird er diese Aktion hinterher auch noch bereuen, aber das sehen wir im nächsten unlogischen Dinge-Teil. Teile und like ich die Videos von Serienreviewer? Auf jeden. Folge ich ihm auf Twitter, Instagram, bin auf seinem Discord und kaufe seine Merch? Auf jeden. Nice. So muss das doch. Vielen Dank, meine Freunde, für euren großartigen Support.